Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. So, das erste, was wir machen, da wir in Ondras Geschenk sind, ist das verlassene Haus suchen, in der wir die Schreiberdame finden, sage ich jetzt mal. Die Schreiberin klingt nämlich irgendwie komisch. Weil der Hauptmann aus... War es überhaupt der Hauptmann? Vermisste Wachen, das haben wir ja erledigt. Die Vergessene, das ist das auf der Brücke. Wo hatten wir das nochmal? Asche des Glaubens. Nein, für die Ewigkeit. Ja, genau das hier. Für die Ewigkeit. Versuchen wir die Queste zuerst zu machen. Da schließen wir die beiden Quests ab. Das müsste das Haus hier sein. Verlassenes Haus, genau. Die dreckigen Fenster wurden von innen mit Papier beklebt. Das könnte es sogar sein. Aber nee, hier sind nur die Drogensüchtigen drin. Da muss es das andere Haus sein. Bin mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, bis wir Trotzburg endlich mal wieder verlassen. Wir sind schon ziemlich viele Folgen jetzt hier. Was für die Stadt spricht. Sie ist groß, es gibt viel zu erkunden. Das mit dem Zoom ist manchmal etwas nervig. Okay, dann kann es nur das andere örtliche Haus sein, das hier. Und das hier muss einer von Magrads Scheiterhaufen sein. Wie die eine Magran-Priesterin im Palast sie erwähnt hat. Oh, das ist das Haus. Hallo? Ja, okay. Als du den Raum betrittst, siehst du mehrere zusammengedrängte Gestalten. Sie stehen stramm, tragen aber keine einheitliche Kleidung, wie zum Beispiel die Schmelztiegelritter. Im Zentrum der Gruppe thront eine Frau mit einem Streitflegel über einer anderen. Sie blickt die kauernde Gestalt spöttisch an. Du hast hier seitenweise Forschungsarbeiten und willst mir tatsächlich weismachen, dass bloß Schmierereien von dir waren? Das ist gar nichts, ich schwöre es, nur meine Notizen. Du hörst ein schmerzhaftes Klatschen, als die Frau ihrer Gefangenen mit dem Handrücken schlägt. Wir wissen, dass du dich mit den Schmelztiegelrittern getroffen hast. Meinst du etwa, dass sie die einzige Autorität in der Stadt sind? Man nennt uns nicht umsonst die Dutzenden. Also nochmal werde ich dich nicht fragen. Einer ihrer Männer stupst die Frau kurz an, worauf sie sich umdreht und dich beim Zusehen ertappt. Sie kneift die Augen zusammen. Du solltest nicht hier sein. Was geht hier vor sich? Sie nimmt den Streitflegel fest in die Hand. Nichts, was du wissen müsstest. Okay. Jungs der Dutzenden. Mit tiefer Aufstellung und blockiert die Tür. Das sind Antilopengefährten, das heißt, sie haben mindestens einen Waldläufer hier drin. Du machst mal Stopp. So, genau. Aluf, was machst du? So, der Söldner, der da rausgekommen ist, um den sollten wir uns kümmern. So. Ja, das ist nämlich nicht so gefährlich. Okay, jetzt hat's Fenris erwischt. Oh. Palegina hat sich gar nicht richtig eingemischt. Kein Wunder.
So. Und jetzt noch den Söldner. Ah, das klingt übel, wie die Antilopen sterben, wenn wir ihre Besitzer töten. Vianas Gesicht ist mit Blutergüssen übersät und ihre Augen sind vor Schreck und Erleichterung geweitet. Ich weiß nicht, wer du bist, aber trotzdem danke. Ihre Worte werden von schnell abgehackten Atemstößen punktiert. Ich war sicher, dass sie mich töten würden. Sie wischt sich eine Träne von der Wange und zuckt zusammen, als ihr Fingerknöchel einen Bluterguss streift. Was ist hier gerade passiert? Ich dachte, ich würde hier meinen Freund aus den Republiken treffen, aber anscheinend bin ich in eine Falle getappt. Sie schüttelt ihren Kopf. Die Dutzenden müssen mich eine ganze Weile beobachtet haben. Ich hatte an einem Sonderprojekt für die Schmelztiegelritter bearbeitet und bei ihrer Kontaktaufnahme waren sie nicht besonders subtil. Erzähl mir von dir. Ich studiere Beseelung zu Hause in Ursia in den Valianischen Republiken. Ich kam nach Tutzbucht, um die hiesigen Fortschritte zu erforschen, aber anstatt ins Sanatorium von Farnheim zu gehen, fand ich eine Stelle als Schreiberin im Tempel von Vale. Ich habe Zugang zu vielen besonderen Manuskripten, die meisten Beseeler niemals zu Gesicht bekommen. Sie zuckt mit den Achseln. Dabei durfte ich mich natürlich nicht erwischen lassen. Ich achtete sehr darauf, dass der leitende Bibliothekar oder meine Kollegen nicht herausfanden, an was ich wirklich arbeitete. Wegen dieses Projekts. Meine Beforschung behandelt einen ziemlich speziellen Zweig der Beseelung. Ist nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich sollte ich ohne Hauptmann Clivers Erlaubnis nicht zu viel erzählen. Schließlich hat er die Forschung ja in Auftrag gegeben. Sie lacht nervös. Und du kannst ja die Schwierigkeiten sehen, in die mich ein kleines bisschen Indiskretion gebracht hat. Dann lass uns mal von hier verschwinden. Sie kaut auf ihrer gespaltenen Unterlippe herum. Hauptmann Cliver vor den Schmelztiegelrittern wartet auf meine Forschungsergebnisse. Ich weiß, du hast schon viel für mich getan, aber könntest du sie ihm vielleicht trotzdem bringen? Ich habe sie bei mir behalten, damit sie nicht in die falschen Hände fallen. Aber du siehst ja selbst, wie gut das funktioniert hat. Sie sieht zu Dortvinas Leichnam hin. Sie nahm sie mir ab, als ich ankam. Sie holt tief Luft. Wie auch immer, warte nicht auf mich, ich finde alleine hier heraus. Okay, dann durchsuchen wir mal die Leichen. Das müssen die Forschungsberichte sein. Auf diesen Seiten finden sich Vianas Forschungen über ingvitanische Verfahren zum Materiedurchdringung mit Essenzen. Anscheinend hat sie basierend auf ihrer Studie von Animaten eine Methode entwickelt. Auf der ersten Seite befindet sich eine Notiz für jemanden namens Dunstan. Das war der Schmied, glaube ich. Ja. Aeroberg, schwere Rüstung. Fernkampfabwehr, Eigenschaften, Geschwindigkeit. Die nehme ich mal mit. Der Rest kann alles hier mal rein. Genauso wie das hier. Jetzt ist alles in Ordnung. Nochmal danke. Das haben wir schon geplündert. Ja. Sure. Fenris, du darfst nicht fehlen. Gucken wir uns mal kurz die Rüstung an. Vor allem was Palegina. Palegina trägt einen guten Brustharnisch. Der trotzig ist auch noch. Rüstungsreduktion. Und du? Bewegungsgeschwindigkeit, Abwehr von Fernkampfangriffen. Was trägst du? Du trägst einen Schuppenpanzer. Du trägst deinen Schuppenpanzer. Rüstung aus dem Krieg des Heiligen. Du trägst einen guten Gambason, du trägst Alochs Lederrüstung und du trägst eine gute Brigantina. Wie könnte ich dich noch verzaubern? Qualität, du hast Geschwindigkeit und im Fernkampf Abwehrbonus. Gut kann ich dich nicht machen, dafür fehlen mir Pilgerkronen. Außergewöhnlich kann ich dich eh noch nicht machen. Ich würde sagen, ich bewahre dich einfach mal auf für einen Barbaren oder etwas dergleichen. Haben wir uns jetzt bei den Dutzenden etwas unbeliebter gemacht, frage ich mich gerade.
Gucken wir mal kurz. Die Dutzenden sind wir immer noch Verbündete. Steht da irgendwas davon, nachdem wir die getötet haben? Nee, das ist Sprachtext. Dein Tagebuch wurde aktualisiert. Alof tötet Söldner. Palegina, Kanna, Eder, Alof, Söldner. Nein. Okay. Dann suchen wir den nächsten Ausgang. Der müsste ja gleich da drüben sein, genau. Und verschwinden erstmal wieder von hier. Urfeuer. Schmelztiegelritterburg ist unser nächstes Ziel. Okay. Die Schmelztiegelritterburg ist hier oben, dachte ich eigentlich, aber die ist hier drüben. Ja, am kaputten Voidica-Tempel. Oder Voidica-Tempel vorbei. Hallo Schmelztiegelritter. So können wir nämlich wieder zwei weitere Aufträge abschließen. Upp. Gewandtheit wirkt sich auf die Aktionsgeschwindigkeit von Charakteren sowie auf ihre Flexverteidigung aus. Also braucht Hagrim eigentlich eine hohe Gewandtheit. Schade, dass wir das nicht steigern können. So, erstens geben wir mal die Queste ab. Hier. Gibt es Nachrichten aus Neapügel? Deine Waffen wurden von dem Geist einer Frau namens Lehra verzaubert. Ich bin sie losgeworden. Ihre müden Augen weiten sich. Bei der Flamme, du hast sie gefunden? Meine vermisste Kommandantin. Sie seufzt und der Blick verliert sich zwischen den Bodenkacheln. Und sie rief von jenseits des Grabes nach der Wache? Das macht keinen Sinn. Aber nichts in diesem verfluchten Bezirk macht Sinn. Was ist mit den Soldaten geschehen, die ihrem Bann erlegen sind? Alle deine Ritter sind tot, bilde sie das nächste Mal besser aus. Ich verstehe. Trotzdem danke für deine Hilfe. Du hast mir ebenso viele Fragen wie Antworten überlassen. Doch wenigstens weiß ich jetzt, was mit meinen Soldaten geschehen ist. Und mit Kommandantin Lehra. Lyra, bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn sonst weiter nichts ist, ich muss mich meinen Aufgaben widmen. Questerfahrung und so weiter. Und das war ja nur eine Aufgabe. Oh. Zurzeit stehen keine Ereignisse an. Habe ich was falsch gemacht jetzt? Ah, ich muss mich dafür in der Burg befinden. Wie weit ist meine Forsthütte? Noch 18 Stunden. Okay. Das war nur eine Aufgabe. Ich glaube, nur für Quests geht sie die neue Runde. Dunstan erwartet sie im Burg Schmelztiegel. Dunstan war der Schmied hier hinten. Weil der Kommandant hat mir ja die andere Aufgabe gegeben. Also der Kommandant hat mir eine Aufgabe gegeben, keine Quest. Genau, das hier ist Dunstan. Hast du noch etwas auf dem Herzen? Kommandant Cliver sagte, du arbeitest mit einem Beseder zusammen, um Schmiederitter zu bauen. So much for his talk of secrecy. I'm building Cleaver's Metal Warriors. He says they're what we need to keep order in Defiance Bay, so...